Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Eine Stunde mit Skyrim. Again. Ihr habt es ja im Intro gesehen. Ja, ich habe wieder ein Intro gebastelt. Diesmal eins für eine Stunde mit. Die Intro-Musik ist ein Heavy-Metal-Cover von dem Lied, das jetzt läuft. Und ich stopp nochmal schnell den Timer. Denn, ja. Ich tue es einfach mal schon mal fortfahren drücken. Also, was ich sagen will, ist, ein paar Infos vorab. Punkt 1, kleine Hintergrundgeschichte, weswegen jetzt wieder Skyrim kommt. Ja, ich habe unter den in den Kommentaren zu einer Stunde mit Skyrim, dem ersten Mal, gelesen, dass einer wollte, dass ich gleich ein komplettes Let's Play davon mache, wie ich in dem Part erwähnt habe. Ich will Skyrim nicht Let's Playen. Ich will es einfach pur genießen, euch ab und zu mal eine Stunde zeigen, was ich bisher gemacht habe und verändert habe, and so on. Und zur allerersten Erinnerung, ich spiele jetzt Skyrim mit Gamepad. Zweitens, mir sieht schon einiges. Ja, also ich erzähl mal, wenn wir so auf meinen Helden starren. Also, oder noch besser, ich muss sowieso noch die Grafikeinstellung ändern. Und zwar, ja, ich stelle es auf Maximum. Es läuft nämlich flüssig mit 30 FPS. Was gut ist. Was nicht gut ist, mein Laptop wird nicht gekühlt. Die Reflexion schalte ich noch ein bisschen runter. Und jetzt hört ihr vielleicht, wie ich gerade aufstehe aus meiner bequemen Hängematte. Ja, ich nehme eine Hängematte auf. Wie ich hier ein bisschen an meinem Laptop rumfummel. So, die Kühlung läuft wieder. Ja, das Gerät sollte man echt immer austauschen lassen. Zumindest die Laptop-Kühlung. Deswegen will ich endlich einen gescheiten PC. Ja, also was ich noch kurz sagen will, wie schon gesagt, ich nehme jetzt mit dem Gamepad auf, muss die Tastatur noch schnell wieder auf meinen Schoß legen. Und ja, also, was ich sagen will, ist, wie wir das erste Mal eine Stunde mit Skyrim gehabt haben, war es auch wirklich meine allererste Stunde. Das ist ja schon so gesehen die siebte dann insgesamt schon. Meine siebte Stunde mit Skyrim, oder ich glaube sogar schon die achte. Ja. Jetzt denke ich euch sicher 8 Stunden. Das letzte Mal liegt schon locker einen Monat oder zwei zurück. Das liegt daran, dass nach dieser Stunde habe ich noch 5 Stunden gespielt. Hat somit 6 Stunden auf dem Konto. Dann wollte ich es am nächsten Tag wieder spielen, weil es war schon mitten in der Nacht, als ich die sechste Stunde angefangen habe. Und wollte am nächsten Tag wieder spielen und Skyrim lief nicht mehr. Keine Ahnung wieso. War halt so. Und jetzt habe ich ein Upgrade auf Windows 7 gemacht und jetzt läuft es wieder. Und sogar mit 30 FPS und das ist wow, flüssig. Also, was ich dann gemacht habe, war neu angefangen. Und ja, wie ich im Part zuvor richtig erkannt habe, ich habe einige Entscheidungsmöglichkeiten ausgelassen. Jetzt starte ich den Timer und würde sagen, ich zeige euch mal direkt die ersten Änderungen. Am Anfang konnte ich nicht nur den Kaiserlichen folgen, sondern auch diesen Sturmmanteltypen. Ja, ich habe hier eine kaiserliche Rüstung an, aber ich bin dem Sturmmantel gefolgt, weil ich einfach alles sehen will. Ich werde später wahrscheinlich nochmal durchspielen mit kaiserlichen. Ja, aber ich laufe hier mit kaiserlichen Rüstungen und das finde ich toll. So, was man zu den Waffen sagen muss, ich bin jetzt auch einige schlauer. Anstatt dass ich jetzt einfach alles mitnehme, habe ich jetzt hier nur mein kaiserliches Schwert, meine Eisenkriegsaxt, die beide gleich gut sind. Dann noch den Eisenpfeil und den Langbogen. Zu den Bekleidungen muss ich die hier bei den nächstgelegenen Silbergarantring kann ich anlegen. Zaubertränke, übliches Essen, Zutaten, Bücher, Schlüssel und sonstiges habe ich einfach mal gelassen. Heißt im Klartext, mein insgesamtes Menü heißt, ich habe noch eine ziemlich große Traglast, bin dafür aber pleite. Punkto 2. Muss mal kurz nachschauen, weil mein Spiel letztens mal abgestürzt ist. Ja, ich muss mir das wiederholen. Dafür gehe ich mir kurz wieder in die Ego-Perspektive.
Ja, ich stehle hier gerade. Und wie ihr seht, oh, die ganzen Lichtflackerungen sind weg. Und ja, wenn ihr aufgepasst habt und euch den dritten Part angesehen habt von einer Stunde mit, wisst ihr, irgendwo da hinten haben wir aufgehört. Und ja, hier habe ich wieder angefangen. Wie ihr wisst, ich habe 5 Stunden gespielt, heißt, ich weiß, was als nächstes kommt. Heißt, wird lustig. Und ja, anders als bei dem ersten eine Stunde mit, werde ich bei diesem hier komplett, wie will ich jetzt sagen, ich werde nach 20 Minuten das komplette Video beenden, also die Aufnahme beenden und eine neue Aufnahme beginnen. Oh. Den knallen wir jetzt mal schön uns ein rüber, heißt, wir wechseln zum Bogen. Wechseln in die Ego-Perspektive. Nein, lauf nicht weg! Das wäre epic, hätten wir jetzt noch getroffen. Ist es das Viech? Was auch immer das ist. Oh, da drüben ist ein Wolf. Mal schauen, ob ich treffe. Cool, ich hab den Wolf getroffen. Wir wechseln mal schnell wieder die Waffen auf unser gute Kombi und gehen in den Third-Person-Mode. Ja, schießen tue ich tendenziell immer gerne im First-Person-Mode. Den Rest übernehme ich immer gerne im Third-Person-Mode. So. Elch. Der Wolf backt da ein bisschen rum, aber es macht uns nicht. Wir backen auch ein bisschen rum, werden runtergezogen von der Strömung, die. Und ja, die ganzen. Irgendwie funktionieren jetzt plötzlich die ganzen Mods, die wir hatten. Plötzlich funktionieren sie alle. Ja. Man sieht hier das schönere Wasser. Ich werde vielleicht später mal irgendwann ein Video machen, wo ich das euch dann zeige, was ich für Mods habe vielleicht. Oder ihr fragt, wenn ihr es wissen wollt, fragt einfach. So, wir müssen nach, ich glaube es war da hinten. Irgendwo greift uns jetzt hier gleich ein Wolf an. Da, und. Die können schon nichts mehr gegen uns ausrichten. Immer schön das einsammeln. Ich hoffe, mein Laptop-Kühler, ja, externes Gerät, hält durch. Hoffen wir es. Irgendwie gehe ich jetzt hier gerade ins Wasser rein. Oh, Lachs, 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 Lachs. Fangen Lachs. Lachsfleisch. Mann, bin ich gut. Und irgendwie habe ich mir hier gerade irgendwie mit Toll ein Todesgrab geschaufelt. Keine Ahnung wieso. Ich das jetzt weiß, wieso ich jetzt das nicht weiß. Und ja. Wie schon erwähnt, ich laufe jetzt hier zwar mit kaiserlicher Rüstung, weil die einzigste Änderung, was ist, dass man halt an einer späteren Stelle startet. Und das war's schon. So, da müssen wir jetzt hin. Glaube ich zumindest, wenn ich richtig bin. Ja, da müssen wir hin. Dann nehmen wir mal die Abkürzung Querfeldein. Die bin ich auch gerannt, wie ich dann diese 5 Stunden gespielt habe. Stecken wir mal so lange die Waffen weg. Dann laufen wir besser und schneller. Und was ich auch toll finde, ich kann unterm Laufen, weil früher, wenn man mit Tastatur spielen muss, haben wir die ganzen Tasten und Knöpfe belegt. Die muss man. Oh, da ist ein Troll.
Muss man extra erst den Knopf finden. Wieso habe ich jetzt zwei Langbögen? Und jetzt habe ich alles ganz schnell auf Schnellzugriff und so. Oh, ich mag das hier. Ihr schlagt euch wacker. Aus euch könnte noch ein anständiger Schildbruder werden. Was ist ein Schildbruder? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Also ich kenne die Gefährten, aber nur aus der Herr der Ringe. Jo. Kann ich euch beitreten? Das entscheide nicht ich. Ihr müsst mit Kodlak Weißmähne oben in Jorvaska reden. Der Alte hat gute Menschenkenntnis. Er schaut einem in die Augen und weiß, was man wert ist. Viel Glück, wenn ihr zu ihm geht. Werde ich auch, und das habe ich auch in meiner 5-Stunden-Session gemacht, habe ich mich denen angeschlossen und bin auch richtig gut dazugekommen, mich denen anzuschließen. Doch dann haben plötzlich die Grafiken rumgeglitscht, wie blöde, und alle hatten plötzlich nur noch so weiß-grüne Pampe an. Also unanimiertes Zeug halt. Stelle von Weißlauf entdeckt. Ja, das ist ein Lauf, Weißlauf. Insider. Oh, und die Katzen sind. Katzenviecher sind da. Die verkaufen mir Sachen. Halt, vielleicht kann ich denen ja meinen Bogen andrehen. Na. Was wird gebraucht? Möge die Sonne eure Wege be. Dieser Ort wird viele Schönheit. Die Luft ist so klar. Sie werden euch nie kommen sehen. So, schleichen. In dieser Stufe trainieren kosten 200 Spielergold. Fuck. Teuer wie sonst was. Möge euer Weg euch zu warmen Wüsten führen. Hm? Dieses braucht etwas? Ach, schade, können wir nichts kaufen. Ich hätte gedacht, da können wir mit dem was kaufen. Und ja. Ich finde immer noch, Skyrim ist einfach ein oberaffengeiles Spiel. Meiner Meinung nach, weil Geschmäcker sind ja verschieden. Die einen sagen, nö, ist scheiße. Die anderen sagen, nö, ist geil. Die anderen sagen, halt! Nie gespielt. Die Stadt ist wegen der Drachen abgeriegelt. Zutritt nur mit amtlicher Genehmigung. Flusswald. Flusswald ist auch in Gefahr? Ihr kommt wohl besser herein. Ihr findet den Jarl in der Drachenfeste oben auf dem Hügel. Sagen einem meine Klamotten nicht genug aus? Immerhin ist das die Offiziersrüstung. Wenn man den Part 1 gesehen hat, meines ersten eine Stunde mit Skyrim, der wird wissen, welche Rüstung ich meine. Und zwar die dieser Offizierin, die da so rumsteht und sagt, ja, nein, nö. Du wirst sterben, du kommst auf den Block. Obwohl ich eigentlich nur einreißen wollte. Wir zahlen jeden Preis. Aber wir brauchen mehr Schwerter für die kaiserlichen Soldaten. Ich kann so eine große Bestellung nicht einfach alleine erfüllen. Warum schluckt ihr euren dickköpfigen Stolz nicht hinunter und bittet Eol und Graumähne um Hilfe? Da verbeuge ich mich eher vor Ulfric Sturmmantel. Außerdem würden die Graumähen niemals Stahl für die Armee herstellen. Wie ihr wollt. Ich nehme den Auftrag an, aber erwartet kein Wunder. Diese Graumähen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Ich habe hier einige gute... Okay. Gut, das war jetzt schon richtig toll. Da will man mit einer Person reden, haut die einem direkt vor der Schnute ab. Das ist ja auch toll. Nein, da müssen wir nicht hin. Ich finde, Flusswald ist, Weißlauf ist wirklich geil.
gar nicht irgendwie an Herr der Ringe erinnert. Ich meine, der weiße Baum Minas Tirith. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Ich war dabei. Sollte sich eines dieser Monster hierher verirren, sind wir bereit. Schrein von Talos. Alle Krankheiten geheilt. Talos Segen hinzufügt, anderen Segen entfernt. Ich habe es ja keinen und Talos ist epic. Der erinnert mich voll an Thor. Und in diese Gilde müssen wir rein, wenn wir uns diesen Gefährten anschließen wollen. Darf ich das machen, werde, weil... Mit Banditen ja. komme ich gut zurecht. Aber Drachen? Die Welt ist verrückt. Nun ja. Kann ich gut. Und hier... Oh, kann ich auch kurz erzählen. Hier ist mir auch passiert, dass ich irgendwo da hinten, glaube ich, in dem Gebiet auf eine Wache gestoßen bin, die einen Pfeil ins Knie gekriegt hat. Geil, ne? Drachenfeste entdeckt. Ja, ernsthaft. Ernsthaft, jetzt hat er zu mir gesagt, ich war auch immer ein Abenteurer wie ihr, doch dann habe ich einen Pfeil ins Knie bekommen. So, dann müsste ich irgendwie überdringlich aussieht. Wir werden empfangen. Was soll diese Unterbrechung? Jarl Balgroof empfängt keine Besucher. Ich habe Nachricht von Helgen über den Drachen. Gerdur hat mich geschickt, Flusswald ist in Gefahr. Als Huskarl befasse ich mich mit allen Gefahren, die dem Jarl oder seinen Leuten drohen. Ihr habt also meine Aufmerksamkeit. Nun erzählt. Also. Ein Drache hat Helgen zerstört. Ihr wisst etwas über Helgen? Ja, war dabei. Der Jarl wird sich persönlich mit euch unterhalten wollen. Kommt. Chillig. Jarl Balgruf. Splinter Cell Mode. Ihr wart also in Helgen. Ihr habt diesen Drachen mit eigenen Augen gesehen? Ja, ich hatte eine tolle Aussicht, während der Kaiserlichen versucht haben, mir den Kopf abzuschneiden. Der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung flog. Das ist eher, nun ja, nachteilhaft. Das hieß nicht sozusagen, ich bin Sturmmantel. Da ich aber ein Sturmmantel werden will, da ich eher so gegen die Kaiserlichen bin und das ist ja, da die ja unterdrücken. Wirklich? Ihr sprecht ja recht offen über eure kriminelle Vergangenheit. Nein. Aber es geht mich nichts an, wen die Kaiserlichen hinrichten wollen. Insbesondere jetzt. Was ich wissen will, ist... Was genau ist in Helgen passiert? Also, der Drache hat Helgen zerstört und das Letzte, was ich sah, war, dass er in diese Richtung davon flog. Die Kaiserlichen wollten gerade Ulfric Sturmmantel hinrichten, da griff der Drache an. Da ist mir. Irelit hatte recht. Na, was sagt ihr dazu, Proventus? Sollen wir weiterhin auf die Stärke unserer Mauern vertrauen? Gegen einen Drachen? Mein Herr, wir sollten sofort Truppen nach Flusswald schicken. Es befindet sich in allerhöchster Gefahr, wenn dieser Drache sich in den Bergen herumtreibt. Er wird annehmen, dass wir uns auf Ulfrichs Seite schlagen und ihn angreifen werden. Moment. Die Synchronstimme von diesem Typen ist dieselbe wie die von dem Pferdedieb im Anfang vom Spiel. Punkt 2, kurz gesagt. Weswegen ich nicht den mit dem Sturmmantel, dass ich gesagt habe, dass Ulfric Sturmmantel hingerichtet wurde, als der Drache angriff, habe ich deswegen gemacht, weil der Jarl, also der Typ auf dem Thron, mit Ulfric Sturmmantel im Zwist sind, also zurzeit bei denen ist gerade nicht gut Kirschenessen zusammen, aber er ist, ja, der Jarl, also mit dem wir gerade reden, ist auch nicht auf der Seite der Sturmmantel oder auf der Seite der Kaiserlichen. Also das ist eher so ein Mittelweg. Und wenn jetzt der herausfindet, aha, die Kaiserlichen hätten fast Ulfric umgekillt. Ulfric ist zufällig mit mir gerade nicht so gut reden. Und entscheide ich mich noch eher für die Kaiserlichen. Und da ich ja zu den Sturmmänteln ist das eher nachteilhaft für mich. Wir sollten nicht... Ich
werde nicht untätig mit ansehen, wie ein Drache mein Fürstentum niederbrennt und mein Volk abschlachtet. Und da fällt mir gerade auf, dass die Synchronstimme von Ulfred Sturmmantel, glaube ich, auch schon mal verwendet wurde. Wie viele Stimmen. Dummerweise. Ja, so Synchronstimmen können wirklich ein gutes Spiel schon hinmachen. Weil würde ich jetzt die ganze Zeit ungefähr total dumm, total scheiße, total yay, hippie yay oder irgendwie so scheiße sein, dann nur allein mit meiner Synchronisation kann ich ein Spiel schon schlecht machen. Heißt, wenn ich selbst jetzt meinen Charakter synchronisieren muss, wie beispielsweise bei Skyrim, ist ein gutes Beispiel, muss ich ja Antworten geben auf einige Fragen. Dann muss ich ja die selbst synchronisieren. Je nachdem, wie ich sie mir selbst synchronisiere, wird mein Held anders. Wenn ich jetzt beispielsweise die ganze Zeit den, sagen wir mal, dieser Text vor dem Sturm, also das Rolas Schwester und so weiter, bis bitten, wäre jetzt, sagen wir mal, ein Text, den mein Held sagt. Und den würde ich jetzt so, Rolas Schwester, Gerd, du hast mich gebeten, dem Jahr vom Weißlauf von den Sachen eigentlich von Jägen. Wird unser Held zu einer, naja, sonst was, keine Ahnung, was es ist. Und man kann ihn nicht mehr ernst nehmen. Deswegen ordentlich synchron so, Roloff, Schwester Gerdor hat mich gebeten, dem Jarl von Weißloch, von dem Drachen und so weiter, bla bla bla. Ja, wollte ich nur kurz anmerken. Irilet schickt unverzüglich eine Einheit nach Flusswald. Ja, mein Jarl. Bitte entschuldigt mich, ich muss mich wieder meinen Pflichten widmen. Das wäre wohl das Beste. Gut gemacht. Ihr seid zu mir gekommen, auf eigene Faust. Ihr habt Weißlauf einen Dienst erwiesen. Und das werde ich euch nicht vergessen. Hier, bitte nehmt dies als kleines Zeichen meiner Anerkennung. Ich hätte da noch etwas für euch. Vermutlich eine geeignete Aufgabe für jemanden, der über solche Fähigkeiten verfügt wie ihr. Kommt. Begeben wir uns zu Faringar, meinem Hofzauberer. Er beschäftigt sich mit einer Frage, die mit diesen Drachen zu tun hat. Und mit Drachengerüchten. Wir haben 4 Pfeile im Köcher, oder sind es 5? Und haben insgesamt 21, oder wie viele haben wir? Moment. Wir haben insgesamt 51 Pfeile. Yay. Toll. Und Moment, was mir gerade einfällt. Ah ja, wir haben gerade eine Rüstung bekommen. Und jetzt kommt das Tolle. Wir haben hier die kaiserliche Rüstung. Und beschlagene kaiserliche Rüstung. Die hier ist schlechter als die hier. Heißt... Die hier ist aber teurer, heißt, die ist schwerer. Im Gegensatz zu die hier, die werden wir aber dann verkaufen. Weil meine derzeitige Rüstung ist Offiziershelm. Nur Vizenkapuze ist schlechter, würde aber meine Magika steigen, weil ich aber weniger mit Magika arbeite. Moment. Der Silberring hat keinen Nutzen. Zieh ich aus, werde ich verkauft. Zieh ich aus, wird verkauft. Reimt sie sogar noch. Und. So, damit hätten wir den ersten Part von einer Stunde mit. Von 3. Beendet. Und wir sehen uns dann gleich wieder beim nächsten Part. Der am selben Tag hochladen wird. Ebenso der dritte. Bis dahin, Leute. Tschüss.